Ernst Alfred Bauer wurde am 26. Dezember 1906 in Neudorf geboren. Er war der Mann von Johanna Bauer und Vater von Anita, Helga, Christel, Gretel und Konrad Bauer. Als gelernter Schuhmachermeister besaß er an seinem Heimatort Neudorf im Erzgebirge eine eigene Schuhmacherei. Obwohl er als Soldat gemustert war, wurde er während des Zweiten Weltkriegs aufgrund seines Handwerks vorläufig vom Kriegsdienst freigestellt. Doch dann musste und wollte auch er seinen Kameraden im Krieg zur Seite stehen und für den Sieg kämpfen. Seine Meinung änderte sich jedoch, als er im Sommer 1942 Zwillinge und damit endlich einen lang ersehnten Sohn bekam. Dennoch musste er seinen Kriegsdienst fortsetzen. Das letzte Mal sah ihn seine Familie am 15. Dezember 1944. Am Bahnhof von Neudorf verabschiedete er sich von seinen Liebsten. Die damals erst 13 Jahre alte Anita erhielt beim Abschied von ihrem Vater noch die Aufgabe: Pass gut auf die Mutter auf. Zu Ostern 1945 erhielt die Familie einen letzten Brief aus Teplitz in Böhmen mit den Worten: Hoffe bald zu Hause zu sein. Im DRK-Schreiben vom 15.12.2015 heißt es: Als letzte Nachricht gab Johanna Bauer an, der Gesuchte sei vermutlich im August 1945 im Raum Berlin in russische Kriegsgefangenschaft geraten. Etwa 1946 kehrte ein Soldat aus der Gefangenschaft zurück und übermittelte die mündliche Nachricht, ein Krankenpfleger hätte ihm den Auftrag gegeben, zu Hause auszurichten, dass Ernst an Ruhr erkrankt sei, zuletzt in einem Lazarett gelegen habe und wahrscheinlich schon gestorben sei. Die Familie startete regelmäßig Suchanzeigen beim Roten Kreuz, leider stets ohne Erfolg. Infolgedessen ließ Johanna ihren Mann für tot erklären, um für ihre Kinder wenigstens Halbwaisenrente zu bekommen. Die Mutter musste die Familie ernähren und war auf die Mithilfe der ältesten Tochter angewiesen. Anita konnte nicht mehr zur Schule gehen. Es gab ohnehin nur wenige Lehrer, die aus dem Krieg zurückkehrten. Sie musste in den Folgejahren zusammen mit der Mutter für die ganze Familie sorgen, harte Arbeit leisten und viel ertragen, um alle durch diese harte Zeit zu bringen. Auch ihre jüngeren Geschwister mussten ihren Beitrag leisten. Dabei litten sie zusätzlich unter der strengen, autoritären Erziehungsart der Mutter Johanna, die sich allein gegenüber 5 Kindern durchsetzen musste und von den Kindern viel abverlangte, um ein gemeinsames Überleben zu gewährleisten. Die Kinder vermissten ihren Vater und die Mutter schaffte es nicht, genug Essen für die Familie zu besorgen. Diese Zeit hat bei den Kindern von Ernst bis heute sehr tiefe Spuren in der Seele hinterlassen. Anita wählte später die Schuhmacherlehre, um einmal die Werkstatt des Vaters weiterführen zu können. Johanna starb 1999, ohne genaue Auskunft über den Verbleib ihres Mannes. Anita stellte 2005 eine Anfrage nach neuen Informationen über ihren Vater an das Deutsche Rote Kreuz. Im Antwortschreiben vom 7.9.2005 wurde bestätigt, dass er noch immer als verschollen gilt und Anita wurde damit vertröstet, dass die Nachforschungen weitergehen und jährlich nahezu 20.000 Fälle aufgeklärt werden. Am 28.12.2005 erhielt sie eine weitere Antwort vom DRK mit einer Meldung der deutschen Dienststelle, in der Ernst das letzte Mal am 20.11.44 erfasst wurde. Erneut machte man ihr in dem Schreiben Hoffnung, dass der Fall noch aufgeklärt werden könne, da man inzwischen Zugriff auf die meisten Archive der ehemaligen Sowjetunion habe. Ein Zeitungsartikel über den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge in der Freien Presse vom 14.11.2015 ermutigten Christel Weyer und Sigrid Kampf zu neuen Nachforschungen. Das 1919 gegründete Unternehmen hat sich die Identifizierung, Umbettung und Bestattung von Kriegstoten sowie die Grabpflege zur Aufgabe gemacht. Also schrieb Sigrid im Auftrag von Mutter Anita erneut an das DRK und Christel nahm Kontakt zum Volksbund auf. Das Antwortschreiben vom DRK bot keine Neuigkeiten, doch die Antwort vom Volksbund enthielt eine neue, aufschlussreiche Information. Darin heißt es: Nach Prüfung unserer Unterlagen stellen wir fest, dass Ihr Vater laut einer Meldung der Deutschen Dienststelle in Berlin
aus dem Jahr 2003, seit 1945 im Lazarett Lemberg vermisst wird. Vermutlich wurde Ernst von Berlin in das Kriegsgefangenenlager Werechitsa bei Lemberg in der Ukraine verschleppt. Zeitzeugen berichteten, in dem Lager sei die Ruhr ausgebrochen. Daher habe man das Lager evakuiert. Tausende Menschen wurden dort namenlos in Massengräbern verscharrt. Bis heute finden dort noch Ausgrabungen statt. Es existiert eine Gedenkstätte in der Nähe des ehemaligen Lagers sowie ein Friedhof im Ort Potelitsch, ein paar Kilometer entfernt. Allerdings besteht wenig Hoffnung, weitere Leichenfunde zu identifizieren, da den Kriegsgefangenen die Erkennungsmarken abgenommen wurden und sie ohne jegliche persönliche Gegenstände bestattet wurden. Man kannte nun wenigstens den letzten Aufenthaltsort. Dies war Anlass genug, diesen Ort aufzusuchen, um des verlorenen Vaters zu gedenken. Am 30.05.2016 machte ich mich zusammen mit Christel Weyer, Sigrid und Klaus Kampf sowie Klaus Bergmann auf den Weg in die Ukraine. Weiterhin begleitete Pavel Nedzelski die Gruppe, ein Ukrainer mit deutscher Staatsbürgerschaft, der seine Heimat besuchen wollte und als Ratgeber und Übersetzer fungierte. Zu Beginn ein kleiner Tipp für die Navigation. Ich verwendete während unserer Reise die sogenannte Here-App, auch Here We Go genannt, für Smartphones oder Tablets geeignet. Dabei handelt es sich um eine kostenlose Navigationssoftware, die komplett offline nutzbar ist, da man Karten zum Beispiel für Deutschland, Polen oder die Ukraine downloaden kann. Für uns als Erzgebirger war die Strecke ungewöhnlich monoton, aufgrund der weitgehenden Flachlandschaft mit weiten Wiesen, Feldern, vereinzelte Dörfer und ab und zu mal eine Stadt in der Ferne. Man könnte es mit einer Rundfahrt durch Mecklenburg-Vorpommern vergleichen. Lediglich ein paar weit entfernte Konturen des Riesengebirges bei der Fahrt durch Polen erinnerten uns an vertraute Umgebung. In Polen passiert man 3 Mautstellen. Für 10 Euro an der ersten Mautstation zahlt man die Gebühr für die gesamte Strecke durch Polen. Die Währung in Polen nennt sich Zloty, der Kurs zum Euro beträgt ca. 1:4. Man muss mit einer sehr langen Wartezeit von ca. 5 bis 7 Stunden rechnen. Es existieren mehrere Spuren zum Anstellen. Für Europäer mit Pkw gibt es ganz links die EU-Spur. Wichtige Voraussetzungen für die Einreise sind der Reisepass, die Zulassung fürs Kraftfahrzeug und der Fahrzeughalter muss sich mit im Fahrzeug befinden. Des Weiteren kann man sich über die Internetseite www.granica.gov.pl über die aktuelle Situation an den Grenzen informieren. Dort erhält man Informationen über die Länge der Warteschlange und eine entsprechende Wartezeitprognose. Des Weiteren kann man die Warteschlange und die Grenze über eine Webcam einsehen. In der Ukraine angekommen, fielen uns besonders die zahlreichen halbfertig gebauten Wohnhäuser auf. Wahrscheinlich ist der Grund dafür ein finanzielles Problem der Menschen dort. Die Währung in der Ukraine nennt sich Hryvnia, Abkürzung UAH. Der Kurs zum Euro beträgt ca. 1:28. Als Zahlungsmittel wird fast ausschließlich die einheimische Währung akzeptiert. Neben Zahlung mit Bargeld kann man jedoch auch mit EC-Karte oder Kreditkarte zahlen. In diesem Land herrschen leider sehr schlechte Straßenzustände. Nach Möglichkeit sollte man jegliche Dorfstraßen und kleinere Landstraßen meiden. Die Hauptsprache ist Ukrainisch. Für mich persönlich war in Sachen Sprache die größte Hürde die kyrillische Schrift. Es sollte jemand mitreisen, der zumindest die Grundlagen der russischen Sprache beherrscht. Alte Menschen verstehen teilweise etwas Deutsch. Mit Jugendlichen kann man oft einigermaßen auf Englisch kommunizieren. Ласкаво просимо. Ну, ніхто до нас не звернувся. А в Україні ласкаво.
jetzt sind wir in Grönland. Jetzt müsst ihr mich lotsen. So, jetzt müssen wir. Kampfstraße, 7 Kilometer geradeaus. Ja, 7 Kilometer. Ohne das Vertrose. Das sieht aus, hat das geplant. Das ist noch der Zustand, wie es jetzt schon. Wenn du keine Wäsche drauf hängen, der zu denken, das steht leer. Das ist sowieso. Das hier rechts ist gerade erst fertig geworden. Das ist alles. So soll es sein. Lemberg hat bei uns einen sehr starken Eindruck hinterlassen. Die Stadt strotzt nur so von Gegensätzen wie arm und reich, alt und neu, gut erhalten und verkommen, liebevoll und hart, schön und hässlich, ordnungsgemäß und kriminell. Generell geht für die Stadt dasselbe wie für ihr Land. Weitgehend herrschen sehr schlechte Straßenverhältnisse. Man passiert sehr oft enge Gassen mit unübersichtlichen Beschilderungen, fehlenden Fahrbahnmarkierungen und es herrscht generelles Verkehrschaos. Daher ist es ratsam, den PKW abzustellen und öffentliche Verkehrsmittel wie Taxis, Busse oder die Straßenbahn zu nutzen. Möchte man seinen PKW über längere Zeit abstellen, sollte man dies auf einem überwachten Parkplatz tun, aufgrund der erhöhten Diebstahlgefahr. Des Weiteren trifft man in der Stadt auf viele Bettler. Diesen sollte man keine Aufmerksamkeit schenken, da das erbettelte Geld in den meisten Fällen für Alkohol und Drogen missbraucht wird. Die meisten Restaurants, Geschäfte und öffentlichen Einrichtungen bieten ein freies WLAN. Fast überall in der Stadt erhält man somit eine gratis Internetverbindung. Die WLAN-Verbindungen sind vielerorts mit sogenannten Wi-Fi-Schildern markiert. Das Leitungswasser in Lemberg ist leider nur von sehr minderer Qualität. Daher ist der Chloranteil sehr hoch und somit ist es kein Trinkwasser. Die Wachzeiten der Bewohner waren kurios. Von vielen Leuten fragte ich mich, ob sie überhaupt schlafen. Ähnlich kannte ich solches Verhalten nur aus Italien. Doch da war mir bekannt, dass die Einheimischen zwischen Mittag und Nachmittag ihre Siesta hielten, die Arbeit in dieser Zeit weitgehend ruhte und man nahezu niemanden antraf. Nicht jedoch in Lemberg. In dieser Stadt herrscht 24 Stunden Action. Abends um 10 nach Ankunft in unserer Wohnung suchten wir noch ein Restaurant auf und bekamen noch eine warme Mahlzeit. Von Küchenschluss keine Spur. Die Restaurants, Bars und Clubs hatten unter der Woche noch jeden Abend bis Mitternacht geöffnet und waren stets gut besucht. Hier trafen sich Leute in ihren Ausgekleidern, um ihren Feierabend zu genießen. Im Innenhof unseres Wohnhauses befand sich der Hinterausgang eines Restaurants. Das dort ein- und ausgehende Küchenpersonal war stets noch zugange, wenn wir uns gegen Mitternacht schlafen legten und morgens um 8 auch schon wieder da, um sich vorzubereiten. Wenn du die Schiene anguckst, wie zerwürdig die teilweise sei. Das ist mit einem Trieber, das Ding. Ein bisschen gleich wie in Dresden. Ja, auch von oben nach unten, ja, im Zentrum. Sind wir schon in Lemberg? Ja, Lemberg, ja. Ach, das ist schon Lemberg. Ja, guckt euch die Schienen. Das ist ein bisschen mit Versstreuen. Wie gesagt, es ist ein Wunder, dass die noch fährt. Alte. Das ist ein sehr sehenswert, das Treppenhaus. Und hier geht's, so sieht's aus. Das ist unsere Wohnungseingangstür. Ja, hier ist schon ein paar Mal gehebelt worden. Doppelriegel zum ersten Verschluss. Und dann haben wir hier die fette Wohnungstür. Schön dick. Mit dreifach, fünffach Riegel. Viermal schließbar.
Also ihr fahrt mit Emma. So. Unsere Wohnung mit Küche, mit Kühlschrank, Schlafzimmer. Eins. Einer Christel, einem Fernseher. Zwei Fernseher. Noch einen zweiten Fernseher aus der Zonezeit. Noch Wohnstüb und noch ein Schlafstüb. Und das Weiberzimmer. Das Weiberzimmer, ja. Das sieht so aus. Ja. Durch die Rote Armee Karl Lemberg an die ukrainische Sowjetrepublik. Eins von zwei Fenstern auf der gesamten Häuserfront. Tolle Aussicht. Über Polen errichteten Generalgouvernements. Wir sind am Montag, den 30. Mai. Von Polen kommend hier über die ukrainische Grenze in die Ukraine eingereist, dann über die Fernverkehrsstraße bis Lemberg gefahren und haben in Lemberg, im Stadtzentrum von Lemberg, unser Quartier bezogen. Am Dienstag sind wir diese Straße wieder zurückgefahren bis in das Dorf Werwischica und haben dort die Gedenkstätte an das Kriegsgefangenenwaldlager von Werwischica besucht. Da war er nicht gefragt, wie teuer ist das, aber der Häuser, du fällst geil. Es ist gerade umgedreht, ne? Ja, ja. Ja. Das ist immer noch Werwischica. Das und das, der Ort ist Werwischica hier. Ja. Und da ist noch Werwischica. Da liegt hier noch, der Kart liegt da gar nicht an der Straße. Ja. Fahrt nach Werwischica. Die Wegfindung gestaltete sich äußerst kompliziert. Der Ort Werwischica war gut ausgeschildert, jedoch der Weg zum ehemaligen Waldlager nicht. Dieser Ort besteht aus vereinzelten Häusersiedlungen, Feldern und Waldlandschaft. Wir haben uns dort mehrfach verfahren und mussten uns bei Bewohnern der Gegend nach dem richtigen Weg erkundigen, um die Gedenkstätte überhaupt finden zu können. Sie befindet sich an einem bewaldeten Hügel, in der Nähe von Teichen und einem Truppenübungsplatz der ukrainischen Armee. Auch dass die das nicht ausgeschildert haben. Die Kriegsgräberforst. Kommt doch so. Recht, das haben doch Deutsche gemacht. Hier geehrte Schildhaar. Ja. Hier ist sogar ein Stück. Immer hätten doch die Stiegel laufen können. Kosten. Na gut, aber steht der Bumper das Auto so unbeaufsichtigt. Einfach stehen lässt. Steht im Schatten und hat sich nicht so leid. Die waren so gut, ich muss die Runden aufheben. Das machen die ja. Das machen nicht bloß die Deutschen. Siehst du ja in der Stadt, wie die das machen. Das ist wahrscheinlich ein Naturschutzgebiet, oder was darfst du nicht? Steht aber nicht mehr. Das Schild nicht immer hier. Schilder gucken wir uns noch genau an. Ich suche bloß den ganzen Waldplatz. Hier ist doch schön. Ja. Dienstag, 31. Mai 2016. Es ist 12.04 Uhr. In Deutschland ist es jetzt 11.04 Uhr und wir sind hier auf dem Weg zu dem Friedhof der Begräbnisstätte. Und irgendwo hier muss mal das Lager gewesen sein.
Champagne mit Sommergrün. Dort, wo zwischen Grabkreuzen Mondblumen blühen, dort flüstern die Gräser und wiegen sich leicht im Wind, der sanft über das Gräberfeld streicht. Auf deinem Kreuz finde ich, toter Soldat, deinen Namen, nicht nur Ziffern, und jemand hat die Zahl 1916 gemalt, und du warst nicht einmal 19 Jahre alt. Ja, auch dich haben sie schon genauso belogen, so wie sie es mit uns heute immer noch tun. Und du hast ihnen alles gegeben, deine Kraft, deine Jugend, dein Leben. Soldat mal ein Mädchen geliebt, sicher nicht, denn nur dort, wo es Frieden gibt, können Zärtlichkeit und Vertrauen gedeihen. Was Soldat, um zu sterben, nicht um jung zu sein. Vielleicht dachtest du dir, ich falle schon bald, nehme mir mein Verlangen, wie es kommt, mit Gewalt. Dazu warst du entschlossen, hast dich aber dann vor dir selber geschämt und es doch nie getan. Ja, auf dich haben sie schon genauso belogen, so wie sie es mit uns heute immer noch tun. Und du hast ihnen alles gegeben, deine Kraft, deine Jugend, dein Leben. Dann sind wir weitergefahren über Javorev, diese gelbe Straße hoch bis Bodilic, bis zu der zentralen Kriegsgefangenen- und Kriegsgefallenen-Gedenkstätte, wo über 10.000 Tote liegen. Das ist hier extrem. Da habe ich die automatische Wackelkorrektur auf der Kamera. Das kann ich nicht ausbessern. Das darfst du auch nicht ausbessern. Nee. Leib ist Leib. Also was ich mich frech. Das hier die Landwirtschaft. Ja, krass auf Wildwuchs auf die Wiese. Das ist auch noch cool. Ja. Das sieht doch aus, als ob das alles macht. Ja. Das sei ja Riesenflächen. Weißt du, was man hier machen kann? Das Gewächshaus. Wo ist es? Warte mal, hier müssen wir rein. Ich muss mal einsteigen. Das ist ja Herr Verhoeven. Ja, das ist der Brenner. Klar, ich will mal wissen, wie tief die Löcher sind. Du musst da auch noch mit zu hin. Schöpfst du? Kommt ihr noch ins Wissen? Nein. Gut, das geht noch. Das ist geil, Leute. Die sehe ich ordentlich. Der Friedhof war sehr gut zu finden in diesem schönen kleinen Örtchen. Deutlich erkennbar ist er dort an einem Hügel gelegen, mit einem Parkplatz direkt davor. Das Gelände ist sehr übersichtlich angelegt und sehr gut gepflegt. Die Stätte wird vom Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. betreut. Im Eingangsbereich existiert ein mit Personal besetzter Infostand. Die meisten dorthin umgebetteten Toten sind namentlich erfasst. Ein Gedenkstein war symbolisch für uns besonders wichtig, zum Gedenken an all jene, die bisher nicht gefunden bzw. nicht identifiziert werden konnten.
sinnbildlich für Ernst Bauer, der auf keinen der vielen namenstragenden Steine vermerkt war. Die Inschrift der Steintafel am Eingang besagt: Die Soldatengräber sind die großen Prediger des Friedens. Albert Schweitzer, Friedensnobelpreisträger. Diese Kriegsgräberstätte für Kriegstote des Zweiten Weltkriegs hat der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. in dem Jahr 1998 im Auftrag der Bundesrepublik Deutschland errichtet. Zur Erhaltung und Pflege der Anlage ist der Volksbund auf Spenden und Beiträge angewiesen. Junge Menschen aus Europa helfen in internationalen Jugendcamps bei der Pflege und bauen Brücken der Verständigung. Mit dem Inkrafttreten des deutsch-ukrainischen Kriegsgräberabkommens im Jahr 1997 wurde die rechtliche Grundlage geschaffen, diesen 3 Hektar großen Soldatenfriedhof in der Nähe der Ortschaft Potelitsch errichten zu können. Das Gelände wurde der Regierung der Bundesrepublik Deutschland von der ukrainischen Regierung zur Verfügung gestellt. Der Volksbund hat 1993 mit den ersten Überführungen deutscher Kriegstote nach Potelitsch begonnen. Bis zum Jahre 2007 wurden über 10.000 Kriegstote aus Grablagen im Westen der Ukraine geborgen und hier eingebettet. Weitere Zubettungen werden folgen. Nach Abschluss der Arbeiten werden hier annähernd 30.000 deutsche Gefallene ihre letzte Ruhestätte erhalten haben. Am 6. Juni 1998 wurde die Anlage der Öffentlichkeit übergeben. Die Toten des Friedhofes mahnen zum Frieden. Am Mittwoch sind wir von unserem Quartier aus mit dem Bus in Richtung der Gedenkstätte für Kriegsgefangene, die in der Gefangenschaft gestorben sind, nach Samarsdiniv gefahren und haben diese Gedenkstätte besichtigt. Wir sind hier inmitten dem Außenbereich der Stadt, irgendwo Vorviertel. Auf der Suche nach einer Schule. Bei der Schule hinterm Sportplatz soll eine Gedenkstätte sein, ein Friedhof, wo weitere Soldaten beerdigt worden sind. Und es ist heiß.
Tag dran brauche ich, ja. Wo ich will. Ne? Ja, das ist Deutsch. Hier ruhen Kriegsgefangene. Wo in der Pläne? Des Zweiten Weltkrieges. Das sind ja alles Bekannte, ne? Ja, ja. Weiß ich nicht, aber hier stehen doch nochmal unsere Stände bei. Gefangene, Gefallene des Zweiten Weltkriegs. Kriegsgefangene, also die sind nach der Kapitulation. Gefangene. Also wenn es hier hätte geheißen Gefallene, hätte man dran gar nicht haken. Ja, Gefangene. Aber die sei in Gefangenschaft gestorben, in ihrer Beerdigung. Es existierten keine genauen Angaben zur Position dieses Ortes. Wir erkundigten uns bei der Touristinformation im Lemberger Rathaus und erhielten einen Stadtplan und die Adresse der Schule, die sich angeblich in unmittelbarer Nähe befindet. Vom Zentrum aus gelangten wir mittels Bus zum nördlichen Stadtrand. Dort angekommen, mussten wir feststellen, dass auch dort nichts ausgeschildert ist. Einheimische zeigten uns nach einiger Suche den richtigen Weg. Der Sammelfriedhof befindet sich am Hügel hinter der Schule, noch oberhalb der Sportplätze. Alle dort begrabenen Kriegsgefallenen sind mit Namen bekannt. Der Friedhof ist nicht sehr gut gepflegt. Viele Steine sind verwittert und daher die Daten schlecht lesbar. Ein Einheimischer zeigte uns vor Ort die Position auf der Karte und erklärte uns den Weg zurück in die Stadt. Für mich war eigentlich der erste Gedenkort der mich besonders berührt hat, in der Meereschützer, wo wir da hinkommen und dann die Stufen da hochgehen und sehen den schön hergerichteten Platz, wo die Kreuze standen, und das hat mich irgendwie so berührt, dass ich hätte keine heulen. Ja. Das war nur der erste Eindruck vom Ersten, was wir gesehen haben. Und für mich war wichtig, den Platz mal zu sehen, wo mein Vater die erste Zeit seiner vierjährigen Kriegsgefangenschaft verbracht hat und was wahrscheinlich die größte Gefahr für ihn war, weil dort die Ruhr ausgebrochen ist und der überwiegend größte Teil der Kriegsgefangenen dort an der Ruhr gestorben ist und mein Vater vor dieser schlimmen Krankheit bewahrt worden ist. Und er hat viel erzählt und ich habe jetzt eine optische Vorstellung von dem Ort, wo er seine erste Zeit der Kriegsgefangenschaft verbringen musste und wo er praktisch vor dem Tod, den viele erleiden mussten, bewahrt worden ist. Er hat danach noch viele andere Lager durchlaufen, war in Moskau und in Richtung Sibirien und hat es alles überlebt. Und dem habe auch ich mein Leben zu verdanken, wenn er es nicht überlebt hätte, wie Sigrids Großvater Ernst, dann gäbe es mich nicht. Christel, dein Vater hat ja wahrscheinlich in diesem Wald, in diesem Lager, wo wir eigentlich nicht wissen, wo das Lager wirklich genau war, wahrscheinlich dort seine letzten Lebenstage verbracht. Ne? Jetzt werde ich, nachdem ich den Artikel in der Zeitung gelesen habe, in Neudorf, war ich fast davon überzeugt, dass er in Lemberg gestorben wäre und dann vorgesehen war, ihn auf den Friedhof von Potelitsch seine letzte Ehre zu geben. Als wir aber dann selber hier waren und ich das Bereschitzer sah da, und wusste, dass die meisten dieser Kriegsgefangenen an der Ruhr gestorben waren und mein Vater auch, denn der Heimkehrer von der Gärtnerei Roscher von Neudorf, der kriegte den Auftrag von einem Sanitäter, er möchte doch der Familie Bauer das mitteilen, dass der Vater wahrscheinlich bei Lemberg
in dem Lazarett gestorben wäre. Denn er war an Ruhr erkrankt und der Sanitäter, der hat dann abends seinen Dienst beendet und nächsten Früh fortsetzen wollen und da war das Bett leer. Und das war mir eigentlich dann noch viel logischer, dass er wahrscheinlich dann in Berezitsa oder in dem Lager, was dort diese Kriegsgefangenen in der Hauptsache aufnahmen, beigesetzt oder verwahrt wurde. Ich kann mich auch der Sache nicht verwehren, dass ich da so gerührt war davon, dass ich mich beiseite drehen musste, um meine Tränen wegzuwischen. Denn mir war der Ort eigentlich der oder die letzte Ruhe oder der letzte Ort unseres Vaters. Mich hat es immer bewegt, wenn meine Mutter von ihren Brüdern erzählt hat, die im Krieg geblieben sind. Vom Ernst, der 5 Kinder hatte, der aus dem Krieg nicht wiedergekommen ist, der vermisst wurde und niemand wusste, wo sein Sterbeort ist. Es war alles so unsicher. Bei dem jüngsten Bruder, Onkel Arnold, der auf dem U-Boot umgekommen ist. Meine Mutter hat immer sehr lebendig davon erzählt. Und dass ich jetzt an der Stelle mal sein konnte, wo mit einer großen Wahrscheinlichkeit mein Onkel Ernst seine letzten Lebenstage verbracht hat, als Gefangener, als vom Krieg und von Krankheit und von Unmenschlichkeit gekennzeichneter. Das hat mich schon tief bewegt dort. Und selbst mein Vater, der Richard, war mit 17 Jahren im Krieg. Und hat auch von Lemberg gesprochen. Hm. Und darum haben wir hier 3 Bezugspersonen, dass man sagt, also hier muss man mal her. Ja. Hier ist was passiert, was uns alle berührt. Unser Vater ist im Dezember 1906 geboren und im Alter von 24 Jahren hat er dann unsere Mutter geheiratet. Und diese beiden bekamen 3 Mädchen hintereinander. Und er war eigentlich ziemlich enttäuscht, weil er unbedingt einen Sohn haben wollte. Aber nachdem ich als drittes Kind geboren war, wurde Mutter nochmal schwanger und bekam Zwillinge, was sie eigentlich gar nicht wusste, denn damals waren die Voruntersuchungen ja noch gar nicht so weit. Und die Hebamme entband das erste Kind und es war ein Junge und seine Freude war natürlich sehr groß. Und die Hebamme musste ihm aber sagen, warte mal noch, es kommt noch eins. Und das war dann das dazugehörige Mädchen, also Mädchen und Junge als Zwillinge, aber ihm war in erster Linie wichtig, dass er endlich einen Sohn hatte. Und er ging auch zum Standesamt oder zum Rathaus und meldete, er wollte eine Geburt anmelden in Gung. Und wie heißt er? Konrad Hermann. Und es waren 2. Und wie heißt die Tochter? Und er hat es vergessen. Es war ihm bloß der Gung wichtig. Und Mutter hatte ihm gesagt, nenn das Kind Margret. Und das sagte er, es war nur was mit Gret, Gret, du schreib mir auf Gretel. Und dadurch ist Gretel zu ihrem Namen gekommen, den sie eigentlich gar nicht so sehr geliebt hat, aber sie hat sich ihr Leben lang doch dran gewöhnt. Er wurde in den ersten Kriegsjahren weitgehend verschont, weil man ihn als Schuhmachermeister in seinem Ort brauchte und er durfte ein paar Mal noch aussetzen. 1942 wurden dann die Zwillinge geboren und unmittelbar danach bekam er die Einberufung, sodass sie schnell noch eine Taufe gemacht haben am 6. August, also im Alter von 14 Tagen, was wirklich ein bisschen ganz früh war, denn danach musste er in den Krieg. Und wir warteten erstmal,
Ich weiß jetzt nicht, inwieweit er oder wie oft er zu Hause war. Ich kann mich nur noch erinnern, dass er 1944 im November seinen letzten Heimaturlaub hatte. Er war froh und glücklich, bei seiner Familie zu sein. Und da ist auch dieses Bild entstanden. Er hatte nichts Eiligeres zu tun, als seine Familie zu schnappen, nach Annaberg zu fahren und zu einem Fotografen zu gehen und sich dort mit seiner Familie ablichten zu lassen. Er ging dann Ende November, musste ja zurück an die Front mit einem kleinen Christbaum, und die älteste Tochter, Anita, die hat ihn dann zum Bahnhof gebracht und konnte nun, sage ich mal, seine Sturztränen, die er da vergoss, so deutlich mitkriegen, dass er sagte, jetzt ist mir es nicht mehr egal, ob ich im Krieg bin oder nicht. Jetzt, wo ich endlich einen Jungen habe. Also der Junge war ihm sehr wichtig. Kurz um Ostern 1945, also kurz vorm Kriegsende, da muss er nochmal mit mehreren Soldaten, für meine Begriffe sind die ausgebüxt und wollten in ihre Heimat, denn es waren wohl alles Erzgebirgler oder Fuchtländer, wie auch immer. Und er schrieb uns dann eine Karte, werden bald zu Hause sein, der Krieg geht dem Ende zu und ich freue mich. Und diese Karte von, auch in Ostern geschrieben, war vor Ostern geschrieben und war in Teplitz eingesteckt worden. Wir haben die Karte auch erhalten, aber später haben wir erfahren, dass diese Gruppe Ausreißer von Tschechen an die Russen verraten wurde. Und diese Russen, also diese Soldaten, holten diese Ausreißer zurück bis in die Ecke von Lemberg. Und dadurch gab es kein Zurück mehr von Tilten. Als Enkeltochter von Ernst Bauer, Tochter von Anita, habe ich natürlich über die Mutti viel mitbekommen, wenn sie erzählt hat von ihrem Vater und von der Arbeit, die sie dann übernehmen musste, um ihn ein Stück zu ersetzen und der Mutter zu helfen und sich darum zu sorgen, dass rangeschafft wurde in diesen Hungerjahren nach Möglichkeit aus dem Wald Pilze oder eben nachstöppeln oder Kartoffeln finden auf dem Acker, weil Hungerzeit war. Und da hat sie sehr viel erzählt von dieser Zeit, dass eben auch die ganze Familie schon ganz schön Hunger leiden musste. Und dann stand ja noch die Werkstatt vom Schuhmacher im Keller. Und da hat sie dann beschlossen, sie wollte eigentlich Handarbeitslehrerin werden, dass sie dem Beruf des Vaters folgt und auch Schuhmacher wird. Und so ist es dann gekommen, dass sie in Annaberg Schuhmacher gelernt hat. Und da hat sie dann wieder meinen Vater kennengelernt, Richard Soldau. Und dadurch ist diese Ehe zustande gekommen. Und zwei Schuhmacher haben sich in Annaberg gefunden, geheiratet. Und die Familie Soldau entstand in Neudorf. Der Aussichtspunkt Hoher Schlossberg oder auch High Castle genannt, befindet sich im Zentrum der Stadt. Er ist auf einem künstlichen Hügel gelegen. Hier bietet sich die Gelegenheit, Lemberg vollständig zu überblicken. Am Berg entlang befinden sich die Ruinen der Burg des Fürsten Daniel Romanowitsch von Galizien. Das Biertheater. Hier erhält man ukrainisches Craft-Bier zum Mitnehmen oder vor Ort genießen. Im Erdgeschoss befindet sich ein Ladenverkauf. Dort erhält man viele verschiedene Sorten in verschiedenen Flaschengrößen mit interessant und lustig gestalteten karikaturartigen Etiketten auf den Flaschen. Die obere Etage ist emporenartig angelegt mit Tischen und Stühlen.
In diesem Geschäft hat man 3 in 1, Shop, Bar und Restaurant. Die dort angebotenen Speisen sind ebenfalls sehr empfehlenswert. Hinter der Glasfront in der Mitte befindet sich eine Bühne für die Marschkapelle. Diese covert Songs von Oldies über Hits der 80er und 90er bis hin zu modernen Stücken. Alles international bekannte Melodien für eine sehr gute Stimmung. Unser Stadtführer war der einheimische Geschichtestudent Dimitro Budov. Er zeigte uns die wichtigsten Gebäude und Denkmäler der Stadt und erklärte uns deren Bedeutung und historische Hintergründe. Weiterhin informierte er über die aktuelle politische Lage im Land. Aufgrund der durchschnittlich sehr patriotischen Gesinnung der Ukrainer und der aktuellen Konflikte im Land herrschte eine kriegerische Stimmung. Dies spiegelte sich auch im Stadtbild wider. Viele ukrainische Nationalflaggen waren an den Häusern zu sehen. Vereinzelt sah man unbewaffnete Soldaten in Uniform. Diese verbrachten ihren Urlaub in der Stadt, meinte Dimitro. Hat sich eine Hungersnot ereignet in der Ukraine. Das war eine künstliche Hungersnot. Es war unmöglich in der Ukraine und es ist heute auch unmöglich, unter Hunger zu sterben. Die Ukraine hat einen fruchtbaren Boden. Das bleibt. Wie Sie kennen vielleicht, dass Sie auch in der Nazi-Zeit, die Nazis den schwarzen Boden nach Deutschland gebracht haben. Das war und im Anfang der 30er Jahren war die Industrialisierung in der Sowjetzeit, in der Sowjetukraine, in hohen Türmen gelaufen. Und 1931 wurde in der Ukraine eine ganz karge Ernte gesammelt an Korn. Aber für die Industrialisierung brauchte man die landwirtschaftliche Ukraine, um sie zu exportieren. Unsere Produkte wurden nach Europa, in die USA gebracht, in der Sowjetzeit. Davon bekam man die Fachkräfte, Technologien und auch Geld für die Industrialisierung in der Ukraine. Da ganz schlechte Ernte 1931 gesammelt wurde, also brauchte man aber laut diesem 5 Jahre Wirtschaftsplan, also die Industrialisierung weiterzumachen. Niemand hat geachtet, dass in der Ukraine keine Produkte gab. Es wurde alles genommen. Es gab solche Komitees, die von Dorf zu Dorf gekommen sind und aus den Kornkammern alles genommen und die Leute sind an Hunger gestorben. Gegen 7 Millionen sind gestorben. Gegen 7 Millionen. Aber ich muss Ihnen noch einen Vergleich haben. Zum Beispiel
in der Zeit, in der Holocaust-Zeit sind 6 Millionen Juden. Ja. Und hier in 2 Jahren 7 Millionen Ukrainer. Also die ganze Ostukraine, alle Dörfer waren leer. Und das ist das Problem, dass die ukrainische Kultur aus der Ostukraine größtenteils verschwunden ist. Deswegen ist es zu heutigen Zwist gekommen, zu dieser. Es wurde gesagt, dass wir ein inneren Krieg haben. Bürgerkrieg. Das stimmt eigentlich nicht. Aber kein Bürgerkrieg. Ja, es gibt keine Bürgerkriege. Natürlich. Ein Bürgerkrieg wird immer von einem Nachbarland unterstützt. Das war immer der Geschichte. Also die Nachteile dieser Hungersnot sind bis heute zu spüren. Wenn wir noch dazu rechnen, wie viele Leute nicht geboren sind, wie viele Patrioten, wie viele schöne Frauen nicht geboren sind, da ist dieser Nachteil. Zu welcher Zeit war die Hungersnot? 1931 bis 1933. Und Vor dem Zweiten Weltkrieg. Und uns ist erzählt worden, die Sowjetunion ist die einzige Friedensmacht in dieser Welt. Die Friedensmacht. Und sehr friedlich. Und von der Sowjetunion lernen als Siegen lernen. Friedlich sind die Leute gestorben. Ganz friedlich haben die Dörfer dann ausgesehen. Ja. Als die Leichen auf der Straße gelegen haben. Und es gab sogar keine Leute, die noch in Kraft waren, diese Leichen zu beerdigen. Und das war durch Hunger. Es kam und zu nicht Kannibalismus. Es sind so viele aus dieser Zeit sehr viele schreckliche Fotos. So, das ist etwas. Die Leute, die so vom Hunger Abgemagert. Eine Äußerung des Stadtführers bleibt mir ewig in Erinnerung. Er sagte: Wir werden dieses Land bis zur letzten Kugel, bis zum letzten Mann und bis zum letzten Tropfen Blut verteidigen. Als Kontrast zu dieser Feindseligkeit sei noch erwähnt, dass in Lemberg Menschen der verschiedensten Herkunft zusammenleben. Neben Ukrainer wohnen hier auch Russen, Türken, Sinti und Roma, Asiaten, Araber und viele andere. Sie alle leben hier im Einklang friedlich zusammen. Die verschiedenen Bevölkerungsgruppen und die zahlreichen Kirchen und Kapellen der unterschiedlichsten Konfessionen schaffen hier ein Bild von Weltoffenheit und Toleranz. Hier haben 2 Synagogen gestanden. Die große Synagoge der Stadt hier und die Synagoge Goldene Rose. Die beiden Synagogen sind im Zweiten Weltkrieg zerstört worden. Sie wurden in die Luft gejagt. Dort ist eine Gedenktafel. Ja, dort ist die Gedenktafel. Und heute wird hier eine Gedenkstätte gebaut, wo die Epitaphen aufgestellt werden, die etwas mehr über die Geschichte der Juden in der Stadt erzählen werden. Lviv, Lemberg, das war ein wichtiges Kulturzentrum der europäischen Juden seit dem 16. Jahrhundert. Hier in der Stadt sind viele bekannte jüdische Gelehrte in diese Welt gekommen. Die Stadt entwickelte sich dann auch zu einem Zentrum des Reformbewegungs im 19. Jahrhundert. Die Ideen, die aus Deutschland gekommen sind, die Ideen von Moses Mendelssohn und Gotthold Ephraim Lessing, auch hier hingekommen. Galizien hatte auch viele Berührungspunkte mit den deutschen Juden gehabt. Mit Leipzig, mit Frankfurt an der Oder, mit anderen Handelsstädten Europas, des deutschen Kulturraums. Denn über Galizien sind die Waren geliefert worden. Also Galizien
diente als ein Korridor zwischen Europa und Asien und besonders in der Zeit der Napoleonkriege, als Napoleon diese Kontinentalsperre auf die großbritannischen Kolonialwaren auferlegt hat. Wobei in den Häfen von Franzosen die Kolonialwaren nicht gelassen waren. Und die einzige Möglichkeit, diesen Mangel an die Kolonialwaren zu ersetzen, das war der Landesweg von Odessa, der Hafenstadt in der Ukraine, über die Stadt Brodin, über die russisch-österreichische Grenze und dann weiter sogar bis nach Paris. Und die französischen Beamten konnten nichts mit diesem Schmuggel machen. Die Kolonialwaren, die Napoleon verboten hat, sind auch in Paris aufgetaucht. Herberger, Galizianer haben diese Waren gebracht. Und aus unserer Stadt stammen viele bekannte Juden. Auf dem Trödelmarkt in der Stadt waren neben Scherzartikeln, Souvenirs, Kleidung und Dekoartikeln auch viele Fundstücke aus dem Krieg käuflich zu erwerben. Viel vertreten waren Abzeichen, Orden, Bajonette, Messer, Stahlhelme und Gürtelschnallen der Wehrmacht, der Waffen-SS sowie der Sowjetarmee. Ich muss zugeben, ich habe kurz überlegt, etwas davon zu kaufen. Doch ich habe mich darauf besonnen, dass an diesen Sachen Blut klebt und die Gefahr besteht, dass man es an der Grenze abgenommen bekommt. Hier ist die Rückseite unseres Wohnhauses zu sehen. Das weiße Fenster in der Mitte ist unser Küchenfenster gewesen. Es folgen nun noch ein paar der architektonischen Schönheiten Lembergs. Auf diesem Bild ist das Lemberger Theater zu sehen. Eine der zahlreichen Kirchen. Diese Aufnahme entstand im Stadtzentrum nahe am Marktplatz. Das Lemberger Rathaus. Hier ist neben anderen Institutionen auch das Touristinformationszentrum untergebracht. Eine alte Klosteranlage. Ein Zugang ins Innere war uns jedoch leider nicht möglich. Diese Gebäude hier sind ein Beispiel dafür, dass es leider vielerorts an Mitteln fehlt, um solche Objekte fachgemäß in Schuss zu halten. Dennoch ist der alte Glanz nicht aberkennbar. Auf diesem Bild ist die alte Stadtmauer mit ihren roten Ziegeln sehr gut erkennbar. Bei diesem Objekt handelt es sich um eine Art Pannenhelfer für Fahrräder. Die Säule verfügt über eine Halterung, an der man sein Zweirad aufhängen kann, sowie über eine Luftpumpe und diverse Werkzeuge, um notwendige Reparaturen durchführen zu können. In einigen Kirchen waren Fundstücke aus dem Zweiten Weltkrieg ausgestellt. Die Fahrt durch Lemberg mit einem dieser Busse war ein ganz besonderes Erlebnis. Man muss sich die Busfahrt in etwa so vorstellen. Der völlig überfüllte Bus hält an, öffnet seine Türen und massenhaft Menschen wollen heraus und gleichzeitig hinein. Von der Meute wird man hineingedrückt. Drinnen einen Sitzplatz zu bekommen ist nahezu unmöglich. Man ruft seine Zielhaltestelle nach vorn und gibt einen Geldschein zum Vordermann.
Über die Fahrgäste gelangt das Geld zum Busfahrer. Dieser ist neben dem Busfahren auch noch mit Telefonieren und Rauchen beschäftigt. Gleichzeitig kassiert er ab und reicht das Wechselgeld wieder nach hinten durch. Wieder über die Insassen gelangt das Wechselgeld zurück zum Fahrgast. In unserem Fall ging die Bezahlung beide Male reibungslos über die Bühne, ohne dass etwas auf der Strecke blieb. Ein solch chaotisches Zahlungssystem, quasi auf Vertrauensbasis, würde bei uns in Deutschland wahrscheinlich niemals funktionieren. Sehr eindrucksvoll ist die Stadt bei Nacht gestaltet. Bei Gebäuden von historischer Bedeutung und Häusern von wohlhabenden Bewohnern werden die Fassaden dekorativ beleuchtet. Nun noch ein paar Bilder von der ukrainisch-polnischen Grenze. Am ersten Grenzposten steht ein ukrainischer Grenzsoldat, bewaffnet mit einer Kalaschnikow. Während der Wartezeit im Grenzgebiet das Fahrzeug zu verlassen oder Fotos zu machen, ist eigentlich streng verboten. Man sollte sich daher dabei nicht erwischen lassen. Die Wartezeit von über 7 Stunden auf unserer Rückfahrt an der Grenze war für uns sehr anstrengend. Eine Gruppe Ukrainer neben uns sah das Anstehen eher gelassen und verbrachte die Wartezeit mit einem Kartenspiel auf der Motorhaube. Der Fahrer blieb im Auto, um weiter vorzufahren, wenn die Schlange weiter rückte. Einer der Spieler nahm dann schnell die Karten von der Haube und die Spieler liefen nebenher, bis die Kolonne wieder stoppte. Danach ging das Spiel weiter. Wir saßen zusammen in der Werkstatt. Die hat ja nur jetzt der andere gebartet, aber wir konnten noch nein, wo der Vater das letzte Mal hier war. Saßen wir miteinander unten und der hat nur der Vater zu mir noch ein paar Worte gesagt, was mir auf dem Herzen lag. Unter anderem, Anita, wenn ich nicht wiederkomme, kümmere dich um der Mutter. Dann sind wir auf den Bahnhof gegangen, die Kinder eingepackt, alle beide, die Zwillinge, jeder in den Schlitten, glaube ich, war es. War Winter, Dezember. Und das sah der Vater zur Mutter. Bloß das eine kann ich dir sagen, dass du auf dem Bahnhof nicht so fläschst. Und wo dazu kam, hat er die Christbäume mitgenommen. Das hat er in der Hand. Da kam der Kratscher mal Großmutter mit dem Zug und wollte nur auch noch auf Wiedersehen sagen zu ihrem Gang. Und es sagte, Mensch, was ist die heute mit deinem Ernst los? Ich kenne dein gar nicht wieder. Da war immer so gefasst und konnte gar nicht, wenn jemand geheilt hat oder was, da waren wir irgendwie nicht richtig. Man muss tapfer sein. Aber da konnte er selber nicht. Und er hat sich von uns verabschiedet. Aber das Schluchzen spüre ich heute noch. Ich stand in Hof auf dem Holzplatz am Hackstock und hab Holz gehackt. Und auf einmal kam der Brieftrager und bringt mir eine Karte. In der Karte von Vater. Und er wäre in Teplitz und hoffet bald daheim zu sein. Es war ja der Krieg alle. Das sei ja die Feste, die Soldaten durch Schneidorf durchgelaufen, die haben wollten. Und er war da in Teplitz, das ist ja in der Tschechei jetzt, damals war es Böhme. Und hat mich dann schnell nach uns eine Usserkarte geschickt. Dass wir wussten, er ist unter was. Soll ich Mensch der Vater kommt. Ah, oh, ich halt gleich auf mit dem Holzhacken. Und es soll ich, nein, ich mach doch weiter. Wenn er kommt, wird er sich recht freuen. Und da kam nicht. Da kam nicht. Die sei durch der Tschechei irgendwie wieder verfolgt worden. Und das weiß ich vom Richard.
Die haben die Truppen durch der Tschechei durchgegächt. Die wussten nicht, was sie mit den Gefangenen machen sollten. Da haben die Feste marschieren lassen. Der Richard, da ist bis nach Wien, müssten die marschieren. Und die sie haben marschieren lassen und nicht mehr konnten, die haben sie über ein Feld gegächt und haben sie erschossen. Und die waren alle nur früh, wenn die Bahn noch ginge. Aber hatten ja auch Hunger. Das war eine schwere Zeit. Aber wie weiter vorderkommen, wissen wir nicht. Wir haben dann einfach nicht mehr gehört. Ich bin sehr gern in die Schule gegangen, aber ich musste ja dann irgendwie etwas machen. Und da ging die Mutter mit mir aufs Arbeitsamt, das war damals in Kronzel. Und ich sah da mein, hat er nicht aber meinen Zensur gesagt, sagte, ich die zu fein einstellen. Und das sah der Mutter, na, die brauche ich daheim. Und da habe ich dann mit der Mutter Heimarbeit gemacht. Und dann, wo er nicht wiederkam, habe ich mich entschlossen, Schuhmacher zu lernen, um die Werkstatt weiterzuführen. Und das war mir dann auch eine ganz wichtige Sache. Und ich habe mich auch wirklich zusammengerissen und habe es gern gemacht. Der ehemalige Bürgermeister von Neidorf, bei dann habe ich mal gemalt als Lehrgang. Und dein Vater war ein hervorragender Facharbeiter und als Schuhmacher. Und wenn er nicht so verbohrt gewesen wäre, also politisch, weißt du. Aber sonst muss er ein sehr guter Kerl gewesen sein. Wir waren die Ärmsten der Armen. Es war ganz schlimm. Ich hatte kein Unterhus, kein Schlüpfer, kein Unterhemd. Bloß ein kurzes Hus, Sommer wie im Winter, kurzes Hus und lange braune Strümpfe mit einem Leibchen mit Strumpfhalter. Ja, und heute noch ein Belovertrieber oder ein Gacktrieber. Und gehungert haben wir, also habe ich auf jeden Fall, bis ich 17 Jahre alt war, jeden Tag. Wir haben doch damals keine Kühen gekannt. Wir hatten eine große Wohnküche mit 4 großen Fenstern und keine Doppelfenster drin. Und so 3 Etagenöfen. Also wir haben nur Essen gefeiert, also keine Kühen hatten wir nicht. Wir hatten doch kein Geld. Im Winter war es, und der Vater hat uns Zwilling, der Gretel und mich, oben von der Kammer runtergeholt, ein Stream und noch ein Lichtel in der Hand. Und es war Stromspar, ist ja klar. Und hat uns runtergedrungen in der Stube. Wir hatten doch eine große Wohnküche. Und hat uns auf dem Kanapee gesetzt. Und hat sein Gack ausgezogen, oder da hattest du eine West mit Königefall. Und die hat er uns über der Knie getan, weißt du? Das weiß ich noch, und das Lichtel hat er auf den Tisch gestellt. Aber sonst weiß ich nichts von meinem Vater. Da hat mir sehr gefallen. Wir haben es nur überlebt, aber wie, ja? Es muss nicht sein. Der Scheißkrieg. Meine Frau ist aus der Ukraine und deshalb sind wir so zwischen 4 und 6 Mal im Land, also in der zentralen Ukraine. Im Jahr. Ja. Genau. Hauptsächlich mit im Auto. Ne? Mhm. Also das sind zu 90% fahren wir mit dem Auto. Teilweise sind wir auch schon geflogen. Ne? Das liegt natürlich daran, dass wir nicht nur privat in der Ukraine sind, sondern auch als Verein, der gern den Menschen dort ein bisschen Unterstützung zukommen lässt. Und
dass wir dort Kontakte herstellen mit Politikern, also das heißt Kommunen, ja, aber auch mit jungen Leuten, mit älteren Menschen, mit Volksgruppen, ja, wo man dann sagt, wo gibt es denn in Deutschland Äquivalent, und so ist auch, sind auch gute Beziehungen entstanden zwischen Stolberg und Plauen und Solodonoscha, also Zentralukraine, wo wir einfach sagen, wir fördern ein bisschen die den europäischen Gedanken. Ja, also, ja. Und hauptsächlich auf dem Landweg, weil ich gerne auf dem Landweg reise, um Land und Leute kennenzulernen, auch wenn es jetzt blöd klingt, aber ich will einfach das Land kennenlernen, woher meine Frau kommt und wo einfach auch jetzt meine Familie lebt. Was mir vordergründig noch in Erinnerung geblieben ist, auch aufgrund der Absicht, warum wir da waren, wegen meinem Uropa, dass wir da unter anderem auf Trödelmärkten und in Kirchen ausgestellt als Mahnmale des Krieges, ja, gedenken und als Friedenssymbol eigentlich. Vielerorts diese Fundstücke, die da noch aufgedeckt werden, was kannst du mir da dazu noch erzählen? Also du hast ja da auch erzählt, dass es da in der Landschaft noch an vielerorts erkennbar, ja, ist, wo dort wirklich Handlungen waren, ja, dass da teilweise noch Krater zu sehen sind, ja, alte Fahrzeuge und verschiedene Utensilien noch geborgen werden. Also das ist richtig, also im Raum von Tscherkassy, also das ist der oder die Stadt oder der Oblast, wo wir oder wo meine Frau herkommt, das ist Zentralukraine, direkt am Dnieper. Und da gab es eine der oder zwei der größten Schlachten, einmal in Kanow, einmal in Tscherkassy, die ja, über mehrere Wochen stattgefunden hat am Dnieper. Und dort sieht man natürlich noch deutlich in den Waldgebieten, ja, so eine unnatürliche Form. Also man hat, ja, kleine Berge, kleine Täler, ja, und wenn man dann mal mit einheimisch spricht, sind das halt noch die Bomben- oder Granattrichter der Artillerie, die, ja, dort gewütet haben. Also, man sieht auf Schrottplätzen, also erstmal sieht man viele Leute, die mit Metalldetektoren über den Wiesen laufen, so, und sich Nebenverdienst schaffen mit Schrott. Ja. Und dann sind wir auf Schrottplätzen angefangen, von Panzerkettenglieder über ein Stück Rohr oder natürlich auch Stahlhelme. Ja, so. Ja. Also man findet alles. Und eine kleine Episode, aber das ist nicht aus der Zentralukraine, aus der Westukraine, im Dorf Laskiv, in der Nähe von Wladimir Wolinsk, 10 Kilometer von der polnischen Grenze entfernt, wurden wir von, ja, einem jungen Mann aufmerksam gemacht, der uns, ja, Fundstücke präsentiert. Also, zum einen waren es Reste von Soldatenuniformen, aber auch eine Erkennungsmarke. Und hier sieht man natürlich, dass selbst gefallene Soldaten, ja, immer noch in der dortigen Erde liegen, ohne dass jemand weiß, wo die richtig zum Leben gekommen sind. Ja. So, und ich versuche auch nur den Leuten zu ermahnen, wenn sie was finden, ne, gerade wenn es um persönliche Sachen gibt, die einfach auch abzugeben, ne, dass wir den Menschen, weil es auch wenn es Soldaten waren, sind es Menschen, ne, gewesen, ja. Ja, ja, der man ruhig noch die letzte Ruhe geben sollte, ne, und vielleicht den Angehörigen auch die Möglichkeit noch geben sollte, zu wissen, wo der, ja, Großvater oder Urgroßvater, ja, liegt. Ne, ja. Ja. Und das war halt so eine Episode, die mich schon bewegt hat. Das ist ja für uns dieses bittere Schicksal, dass halt mein Großvater als Kriegsgefangener, mhm, gestorben ist, dort in der Gegend bei Lemberg. Genau wissen wir es ja leider nicht. Und die zu den Zeiten, die russischen oder die Aufpasser, mhm, ob das jetzt nur Russen waren, waren sicherlich verschiedene Gruppen beteiligt, die sich, ja, da auch am irgendwo ein bisschen Racheakt gesehen haben oder wie auch immer, dass den meisten Gefangenen ja die Marken abgenommen worden sind, ja, und demzufolge man nur noch Gebeine finden kann, ohne einen Hinweis auf die Identität des Toten. Das ist ja das Traurige, dass das eben auch gemocht wurde, und das weiß ich auch, dass einfach auch die Identität ausgelöscht werden sollte. Ja. Also, und, ja, das, ja, wie weit geht der Mensch? Ja? Ich will es nicht bewerten und ich kann es auch nicht bewerten. Ja? Ja.
aber auf alle Fälle sind da viele schreckliche Dinge passiert, sowohl auf der einen Seite als auch auf der anderen Seite. Ja, das beidseitig auf jeden beidseitig, Fall. Beidseitig. Ja, ja, und an mir persönlich ist es schon öfters passiert, dass man auch angesprochen wird. Also Feindseligkeiten gibt es in keinster Weise. Ja. Gegenüber jetzt von Deutschen, die dort einen Urlaub machen, auf Besuch kommen. So, wir werden immer sehr herzlich empfangen. Also die Gastfreundschaft, also ich kann es nur jedem empfehlen, in die Ukraine zu reisen, sich dort mal mit den Leuten zu unterhalten, die Gastfreundschaft zu genießen. Ja. Aber trotzdem wird man schon darauf hingewiesen, dass es Krieg gab. Also das ist nicht aus den Köpfen. Da ist noch nicht zu Ende gesprochen, könnte man sagen. Das ist noch nicht aus den Köpfen raus. So, und man merkt am Anfang natürlich bei ein paar Leuten, also ich kann es sagen, das ist Bekannter, der jetzt 56 Jahre alt ist, der uns eingeladen hat zum Grillen am Dnjepr. Also direkt schön am Dnjepr Knie mit einer herrlichen Landschaft, mit Baden. Und der erste, was er mir gesagt hat, war, dass die Deutschen seinen Großvater erschossen hatten und das für ihn natürlich keine Gelegenheit mehr gab, mit seinem Großvaters Leben zu genießen. Und man sollte immer dran denken, die Ukrainer schätzen ihre Familie ganz sehr, also ganz hoch. Und Eltern und Großeltern werden sehr geschätzt und geehrt. Ja. Und natürlich habe ich versucht, auch zu erklären, dass mein Großvater auf der deutschen Seite gekämpft hat. Ich das Glück hatte, dass er überlebt hat. Ja. So, und ich mit einer groß geworden bin, so, aber bin deswegen versuche halt unter den glücklichen Umstand meiner familiären Beziehung ein bisschen für die Verständigung sorgen will. Und wir haben uns lange unterhalten und ja, jetzt sind wir sehr gute Freunde. Der Stadtführer, den wir hatten, der hat so mehrere patriotische Äußerungen von sich gegeben. Das Stadtbild war geprägt, wir hatten die ukrainische Flagge und rechts daneben diese schwarz-rote ukrainische Flagge. Genau. Das ist ja die von der Widerstandsarmee, wenn ich mich nicht täusche. Das ist von der UBA, ja, genau. Ja. Und des Weiteren noch Soldaten in Uniform, die ihren Urlaub dort verbracht haben. Ja. Wie schätzt du die Lage zurzeit dort ein? Also die Ukrainer sind ein sehr stolzes Volk und lieben ihre Nation. Und selbst wenn, also es gibt ja 5 Millionen Ukrainer, die im Ausland wohnen, selbst diese Auslands-Ukrainer sind immer noch sehr stolz, Ukrainer zu sein. Ja. Das Problem natürlich seit 1991 nach dem Zerfall der Sowjetunion und Entstehung der post-sowjetischen Republiken wie der Ukraine, haben die sich nie richtig gelöst von Russland. Ja. Wirtschaftlich, also ganz wirtschaftlich haben die sich nicht lösen können. Ja. Bedingt auch durch die familiären Verteilung über ganze Sowjetunion ehemals. Ja. Ja, aber trotzdem sind die national stolz. Ja, so. Und möchten gerne ihr eigenes Land haben. So, und jetzt gab es den Maidan, sogenannten Maidan, also die Revolution 2013, 2014, wo die Menschen, also die einfache Bevölkerung, gesagt haben, jetzt möchten wir uns nach Westeuropa öffnen. Also wir möchten gerne unser Land entwickeln. Wir möchten uns nicht mehr gängeln lassen von den angeblichen Bruder Russland. Wir möchten unser eigenes Leben führen. So. Das wurde auf Maidan leider auch blutig ausgeführt, indem 100 Ukrainer ihr Leben lassen mussten. So. Und da ist leider, muss ich sagen, leider im Donbass, also hier geht es ja in diesem Konfliktgebiet, man hört immer ja vom Krieg in der Ukraine. Mhm. Der Krieg in der Ukraine betrifft ja nicht die gesamte Ukraine, sondern 8% der Fläche, also der Region südöstlich gesehen, also Luhansk und Donetsk Oblast, also an der Grenze zu Russland, ein Stück am Asowschen Meer. Und dort
sind natürlich viel russisch, der Anteil der russischen Bevölkerung ist sehr hoch dort. Mhm. Dort kam es zum Konflikt. Ja, die hatten natürlich Angst, auch wirtschaftlichen, ja, aus wirtschaftlicher Sicht, sich von Russland zu lösen. Mhm. Und deswegen gab es dann diesen Konflikt, dass man dann gesagt hat, nee, wir wollen nicht nach Westeuropa, wir wollen uns nicht von Russland lösen. Und das ist irgendwann eskaliert. Und dann kam es zum Bürgerkrieg, ja, der von Seiten der ukrainischen Regierung, ja, jetzt unter Poroschenko, ja, von Westeuropa, von Amerika unterstützt wurde und von Seiten der Donetsker und Luganske Volksrepubliken, wie sie jetzt so heißen, ja, von Seiten Moskaus. Ne? Ja. Manche Städte, kleinere Städte und Dörfer, wenn man jetzt hier aus dem Zweiten Weltkrieg, ja, die Videos oder Bilder sieht von zerstörten deutschen Städten, also das kommt denen gleich. Ja, okay. Also ich weiß nicht, in Kilometern ausgedrückt, vielleicht so 20 Kilometer vor der Frontlinie. Und dieses nächstes Jahr wollen wir wieder hin. Ein bisschen, ja, ein paar Lazarette, ein bisschen auszurüsten, ja, so mit den Nötigsten. Also wir, die sind wir natürlich jetzt schon viel besser gestellt, aber Verbrauchsmaterialien brauchen sie immer noch. Und natürlich sind auch ein paar Bekanntschaften entstanden. So haben wir 2015 einen Soldaten helfen können, der hier operiert worden ist. Und jetzt auch wieder vor Ort jemanden unterstützt. Und da gibt es natürlich auch wieder Anfragen, ob wir auch dort unterstützen können. So, ja, ja. Und da kommt man hin. Also ich muss sagen, ich möchte da nicht ganz vor an die Front, weil ja, das ist klar. Die Scharfschützen, die machen keinen Unterschied. Also es gibt nach wie vor fast jeden Tag Tote. Also gestern wieder 3 gefallene Ukrainer. Von der Gegenseite weiß ich es nicht. Da kriege ich keine Berichte. Also, ja. Aber es kommt immer wieder zu Schusswechseln. Bis zu den ersten Kontrollpunkten, ja, in Richtung Donetsk, Luhansk, ist das nicht anders, als wenn man durch Deutschland fährt. Ja. 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 Eher sicherer, weil es immer noch Kontrollstellen der Polizei gibt. Und die Struktur der Polizei ist wieder normal. Da haben sie einiges geändert. Ja. Also man fühlt sich sicher. Natürlich, wenn man dann am ersten Kontrollpunkt, ja, also man muss sich das so vorstellen, bald wenn dieser Konflikt, dieses Anti-Terror-Gebietes kommt, so nennen die das ja, ATU, Anti-Terror-Operation, je näher man dem Kriegsgebiet, ich nenne es Krieg, kommt, desto mehr Kontrollpunkte hat man, also gestaffelte Kontrollpunkte, und jeden muss man seinen Passierschein vorzeigen. Also man braucht einen Passierschein. Ja, und dort wird mit jedem Kontrollpunkt natürlich auch, ja, das mulmige Gefühl größer. Ja. Da ist man aber noch 30, 40 Kilometer entfernt. Ja. Ja. Wenn man dann so 20 Kilometer da ist, wo dann Lazarette sind und wo dann die Sammelstellen sind, ja, und man hört dann 125 mm Geschütze, dann denkt man, ist nicht gut. Also dann kriegt man schon Angst. Ja. Also die schießen ja dort auch mit Artillerie. Ich habe ja zum Beispiel Lemberg die Stadt der Gegensätze für mich persönlich genannt. Ja. Aufgrund dieser verschiedenen Sachen, dieser verschiedenen Extreme, extrem freundlich und gefährlich und diese Sachen, dass man an jeder Ecke theoretisch beklaut werden kann und auf der anderen Seite fährt man dort im Bus rum und reicht sein Fahrgeld über die Passanten durch. Also ich sag mal, beklaut bin ich noch nie worden. Also eher im Gegenteil. Also ich habe so den Eindruck, ja, also dass es ist, oder in Deutschland ist die Wahrscheinlichkeit, beklaut zu werden, größer. Das ist meine persönliche Meinung. Mhm. So, das liegt daran, also ich will jetzt das nicht so als Verhaltenskodex von den Ukrainern definieren, aber die klauen schon, aber nur das, was dem Staat gehört. So. Also, die schätzen schon das private Eigentum. Also, es liegt vielleicht auch daran, weil viele wenig haben. Hm. So, und die genau wissen, wenn sie jemand anderes was wegnehmen, dann geht es dir noch schlechter. Ja. Klar gibt es Kleinkriminelle, ja, so, aber vielleicht weniger wie hier. Ja. So, also, ich habe immer positive Erfahrungen machen dürfen. So,
natürlich sieht es bei der Korruption anders aus. Ja. Wobei ich sage mal, was ist Korruption? Ja? Also Korruption heißt dort für die Leute ihr Leben einfach zu gestalten, indem sie ja, auf die vielen ja, bürokratischen Regelungen, die noch schlimmer sind wie hier in Deutschland, umgehen. Mhm. Ja, um einfach schneller an irgendwo ein Ziel zu kommen. Ja, liegt auch an der Mentalität sicherlich. Ja. Ich dachte, du hattest mir das auch erzählt, dass es da einen Zusammenhang mit den schlechten Straßenzuständen gibt, oder? Ja, also das ist so, die Straßen werden natürlich repariert und werden auch neu gebaut. Nur die Frage ist, wie? Ja, so, es gibt dann eine, es gibt auch keine Ausschreibung, sondern es wird ein Preis abgegeben. So, und dort wird kalkuliert, ja, wie auch hier. Also dumm sind die Leute ja nicht. Aber was dann ausgeführt wird, ja, ich bin jetzt kein Straßenbauer, aber wenn man normal 30 cm Asphalt braucht, ja, machen die dort eben bloß 10 cm. Ja, und das vom Staat bezahlte Geld wird dann aufgeteilt, quasi wandert in die privaten Taschen. Und das führt natürlich dazu, dass die Straßen schneller kaputt gehen. Also, und genau bei der Reparatur wird es genauso verfahren. Aber das ist nicht bloß bei einem Straßenbau so. Das sieht man auch quasi in allen öffentlichen Bereichen, Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Energieversorgung, dass minimalistisch investiert wird, aber zu Preisen wie wahrscheinlich in ganz Europa üblich, und dass die Differenz wandert halt in private Taschen. Und gibt es da irgendwie auch einen Zusammenhang bezüglich der vielen ungenutzten Landwirtschaftsfläche? Da gibt es eher keinen Zusammenhang. Ja. Also Landwirtschaftsfläche, die ungenutzt ist, findet man meiner Meinung nach, also so wie ich es erlebt und gesehen habe, mehr im Norden und Westen. Das liegt aber daran, ja, dass dort die Böden, also wenn man im Raum Lemberg ja, sich bewegt, hat man natürlich Böden, die weniger ertragreich sind. Ja, aufgrund der Zusammensetzung bin ich ja kein Landwirt, aber so wie ich es kenne, sind das halt sandige, lehmische Böden, so in der Zentralukraine, also das ist der Raum, angefangen von Kiew, also Linie östlich Dnjepr, ja, wo man die Schwarzerdeböden, also die humusreichen Böden hat, so, und dort hat man keine brachliegenden Flächen. Ja. So, ich gehe mal davon aus, dass aus dem Grund nutzen die diese vielleicht noch, also die auch noch, die man immer wieder vorfindet, diese sowjetischen Strukturen, die sie noch nicht umgestellt haben, und sagen sich, naja, wir machen da dort eine Landwirtschaft, wo der Ertrag groß ist, oder der Ertrag groß ist. Ja, ja. Das, denke ich mal, liegt daran, dass diese Flächen brach liegen. Und vielleicht auch noch, weil staatliche, also Land nicht an Ausländer verkauft werden darf, Gott sei Dank. Okay. Ja. Also das kann ich, oder ich denke ich so, dass es so ist, weil man alles, wo Schwarzerdeböden zu finden sind, keine brachliegenden Flächen findet. Abschließend, was würdest du noch gern über die Ukraine erzählen? Was ich, ja, ich könnte jetzt bestimmt noch eine Stunde erzählen, weil ich das Land so faszinierend finde. Warum faszinierend? Ja, zum einen die Menschen. Ja, so, man findet eine Kultur, ja, wo man ein ganzes Jahrhundert Lebensweise erleben kann. Ja. Ja. Das heißt, auf den Dörfern, ja, angefangen vom Ziehbrunnen, wo man sein Wasser noch selber schöpft, per Ziehbrunnen, ja, über die einfache landwirtschaftliche Struktur, wo jeder sein kleines Feld bewirtschaftet, mit Pferdefuhrwerken, bis hin natürlich zu den oder zu den Großstädten, wo westeuropäisches Leben pulsiert. Ja, so. Ja. Und das fasziniert mich an dem Land. Die Weide, ja, die Menschen, ja, ja, und nicht zuletzt auch das Klima. Ja. Man kann dort einen Urlaub machen wie in Griechenland oder in Türkei, ja, wenn man am Schwarzen Meer sich aufhält. Man kann am Dnjepr angeln, man kann also fast alles machen, was man in verschiedenen Ländern Europas machen kann, aber die man dann getrennt bereist. Ja, ja. Die Vielfalt. Die Vielfalt, ja. Und natürlich auch die Geschichte.
Ja. So, Ukraine übersetzt heißt es ja Grenzland. Mhm. Und man sieht es auch, Grenze zwischen Asien, also dem Vorderen Orient und Westeuropa. Mhm. Ja, so Seidenstraße, also du hast Lemberg genannt, war ja doch auch ein Zentrum der Seidenstraße. Ja. Und dadurch auch die vielen Kulturen. Also man findet Griechen, man findet Kasachen, man findet Mongolen, ja, man findet Polen in der Ukraine, Litauen. Ja. Ja, also ja, man findet natürlich auch ethnische Russen. Ja, also man findet nicht zu vergessen Deutsche. Mhm. Ja, Katharina die Große hat ja Deutsche angesiedelt, um die Landwirtschaft nach vorn zu bringen, ja, mhm, zwischen Dnepr und Don. So, und deswegen auch noch eine kleine deutsche stämmische oder deutsche Gemeinde dort, also eine Minderheit, die es dort gibt. Und ja, also ich finde es wirklich so, als die Grenze zwischen Asien, Orient und Europa. Also man kann alles sehen. Land der Begegnung könnte man sagen. Land der Begegnung, ja. So, und deswegen gesagt, gerne, wer das Land bereist, also man sollte keine Angst haben vor Krieg, weil es gibt quasi nur einen Grenzenteil Krieg. Und ich würde jedem, auch Ukrainer empfehle ich, die sollen einfach aufhören mit diesen Konflikten. Sie sollen sich an den Tisch setzen, sollen meinetwegen 5 Tage Wodka trinken als Nationalgetränk und einfach mal wieder aufhören, sich gegenseitig zu erschießen. Dann haben wir in Europa Ruhe, dann können wir wieder unserem Tagesgeschäft nachgehen und vielleicht entwickelt sich das Land dann auch positiv, auch wirtschaftlich, weil jetzt schaden die sich mehr, als dass das denen was nützt. Trotz allen Nationalstolz empfehle ich auch jedem Ukrainer, darüber nachzudenken, vielleicht den Konflikt zu beenden. Im Rahmen meiner Arbeit an diesem Film stieß ich bei der genaueren Sichtung der verschiedenen Dokumente auf eine Logiklücke. Merkwürdig war die Aussage aus dem für uns besonders wichtigen Schreiben vom Volksbund vom 13.01.2016. Darin heißt es: Nach Prüfung unserer Unterlagen stellen wir fest, dass Ihr Vater laut einer Meldung der Deutschen Dienststelle in Berlin aus dem Jahr 2003 seit 1945 im Lazarett Lemberg vermisst wird. Diese Aussage steht im Widerspruch zu dem Schreiben der Deutschen Dienststelle vom 20.12.2005, in dem es lediglich hieß, Herr Ernst Alfred Bauer ist hier letztmalig mit einer Meldung vom 20.11.44 als Angehöriger der Einheitsstab Kommandeur Versorgungsregiment 168 erfasst. Eine Vermisst- oder Todesmeldung liegt nicht vor. Dass man 2005 weniger über Ernst Bauer wusste als 2003, ergab keinen Sinn. Weiterhin fiel mir auf, dass sowohl der Volksbund als auch das Rote Kreuz sich in all ihren Briefen immer wieder auf Meldungen der Deutschen Dienststelle beriefen. Das brachte mich zu den Fragen: Was genau ist diese Dienststelle überhaupt? Woher haben die ihre Meldungen? Und was muss man sich darunter vorstellen? Um Antworten zu finden, informierte ich mich im Internet über diese Institution und landete direkt auf deren Homepage. Dort definiert sie sich als die Rechtsnachfolgerin der ehemaligen Wehrmacht-Auskunftsstelle für Kriegsverluste und Kriegsgefangene. Die Deutsche Dienststelle WAST nannte sich zu Kriegszeiten also Wehrmacht-Auskunftsstelle und hatte quasi die Aufgabe, regelmäßig Informationen über den Status von eigenen und gegnerischen Soldaten zu sammeln und entsprechend weiterzuleiten. Mit dem Bewahren, Ergänzen und Verwalten dieser Daten beschäftigt sie sich bis heute, da die Möglichkeit besteht, auf der Website eine Online-Anfrage zu einer Person zu stellen, nahm ich diese wahr. In meinem Schreiben erkundigte ich mich noch einmal persönlich nach aktuellen Stand der Fakten über Ernst Bauer und wies auf die bisherigen Ungereimtheiten hin. Außerdem habe ich um ein paar Kopien von Originaldokumenten gebeten, um mir mal ein Bild von den sogenannten Meldungen machen zu können. Beim Ausfüllen der Anfrage wurde ich darauf hingewiesen, dass man auf eine Antwort bis zu 2 Jahre warten müsse. Immerhin dauerte es in meinem Fall nur reichlich einen Monat.
Ich muss gestehen, mit einer derartigen neuen Auskunft hätte ich niemals gerechnet. Ich wurde in deren Antwortbrief darüber aufgeklärt, dass die einzige Information über Ernst nach wie vor die Meldung vom 20.11.44 ist. Weiteres ist nicht bekannt. Fotokopien von den gewünschten Dokumenten dürfen mir aus datenschutzrechtlichen Gründen und aus konservatorischen Gründen nicht zugestellt werden. Personaldokumente von Ernst Bauer sind nicht mehr existent. Die Meldung, dass Ernst seit 1945 im Lazarett Lemberg als vermisst gilt, wird als Falschmeldung deklariert. Im Anhang befindet sich noch ein Schreiben vom Volksbund, in dem man die Falschmeldung schlicht und einfach als Versehen bezeichnet und sich entschuldigt. Obendrein bekomme ich eine Empfehlung, mich nochmals an das Rote Kreuz zu wenden. Ich bezweifle jedoch, dass das DRK seit Ende 2015 neue Erkenntnisse gewonnen hat. Somit befinden wir uns nun vorerst am Ende der Nachforschungen. Es ist schon ziemlich enttäuschend, dass es nach all dem Aufwand, der seitens meiner Familie betrieben wurde, nicht wirklich zu neuen Erkenntnissen kam. Vielmehr fühlt man sich ein ganzes Stück weit an der Nase herumgeführt. Falschmeldung hin oder her. Der Verdacht, Ernst Bauer liegt bei Lemberg begraben, ist nach wie vor nicht unwahrscheinlich. Wir waren dort, um seiner zu gedenken. Es war schön und interessant. Die Wahrscheinlichkeit, doch noch etwas über seinen Verbleib zu erfahren, ist leider sehr gering. Dennoch geben wir die Hoffnung nicht auf. Und dieser Film soll auch anderen Hoffnung geben. An dieser Stelle möchte ich jedem Mut machen, in dessen Familie ähnliche Schicksale ungeklärt blieben. Meldet euch bei den entsprechenden Stellen und erbittet Auskünfte. Wenn es Neuigkeiten über den Verbleib eurer Geliebten gibt, habt ihr das Recht, es zu erfahren. Es wird euch niemand informieren, wenn ihr nicht fragt. Verleiht eurer Trauer und dem Schmerz Ausdruck, indem ihr Gräber und Denkmäler aufsucht. Ich verspreche euch, das hilft. Redet mit den Zeitzeugen. Es gibt noch so viele interessante Geschichten von den Menschen, die diese Zeit durchlebten. Leider werden diese jedoch immer weniger. Meine beiden Großväter waren beide im Krieg und auch in Gefangenschaft. Sie haben oft und viel davon gesprochen. Nur leider haben wir es nur in Bruchstücken festgehalten. Sie sind nun beide tot und wir können sie nicht mehr danach fragen. Es blieb nur das Kreuz als die einzige Spur von deinem Leben, doch hör meinen Schwur, für den Frieden zu kämpfen und wachsam zu sein. Fällt die Menschheit noch einmal auf Lügen herein, denn dann kann es geschehen, dass bald niemand mehr lebt, niemand, der die Milliarden von Toten begräbt. Doch links finden sich mehr und mehr Menschen,